Oh nee, oder im Wurzelwerk des alten Baums. Aber dann wäre der alte Baum ja die Spitze, wenn wir gerade in den Wurzeln sind. Und zur Spitze sollten wir nicht. Aber da ist auch eine Treppe, die wahrscheinlich dann auch zum Baum führt. Ah, das könnte es sein. Wenn wir in den Teleporter hier gehen, gehen wir zum Land der Wurzeln. Also zum Eingangsbereich. Wenn wir da reingehen, kommen wir da raus. Also zum toten Baum, der hier oben sein wird. Das kann gut sein. Also hier, toter Baum. Und wir testen einfach mal, ob ich recht habe, indem wir da reingehen. Und ich hatte recht. Juhu. So, nochmal speichern. Und dann gucken wir mal nach oben. Weil wir haben noch kein Behältnis, um beim Bernsteindrachen dieses Flimmerzeug aufzufangen. Oder haben wir das doch? Nee, das sind die magischen Sachen. Den Herzstein, kann man damit das vielleicht auffangen, irgendwie auf magische Weise? Oder im Rubinsplitter? Aber ich glaube, die Maske, die gesprochen hatte, meinte eher... Nee, Quatsch, der Magier, der gesprochen hatte, meinte eher ein richtiges Behältnis und nicht im übertragenen Sinne ein Behältnis. Na gut, schauen wir einfach mal hoch. Das sieht aber immer noch wurzelartig aus. Also sind wir immer noch nicht im Totenbaum selbst, sondern nur in dessen Wurzeln. Und da war schon wieder so eine Giftkugel. Ah. Sehr schick gewesen, wenn die Rüstung vor Gift schützen würde. Also vor Erdzaubern, nehme ich mal an. Und nicht nur die Kosten senkt. Ah, man kann wohl nicht alles haben. Apropos, probieren wir den Zauber mal aus. Gucken, wie viel er verbraucht. Boah, der verbraucht richtig viel. Ja, so viel dazu, dass ich mich noch kurz heilen wollte. Das heißt, das sollten wir echt nur einsetzen, wenn wir gegen irgendeinen richtig schweren Gegner kämpfen. So wie diese roten Affen zum Beispiel. Da wird einmal dieser Steinzauber gezaubert, dann trinken wir einen Rasereitrank und dann geht's ab. Oh, das war's schon. Was ist das für eine Einbuchtung? Da ist kein Geheimgang. Und da geht's runter. Das ist ja ein komisches Stockwerk gewesen. Sind wir jetzt vielleicht doch schon im Baum? Und die haben einfach kein neues Design für den Baum gemacht, sondern einfach die Wurzeln beibehalten. Das kann natürlich auch sein. Weil ich habe den Verdacht, dass diese Etage jetzt genauso klein ist. Und wird noch höher kommen. Hm. Ah, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Wir haben noch drei Tränke. Gut, gut. Ich glaube, ich pausiere dann mal. Oh, wir haben noch ein paar Mana-Tränke. So viel dazu, dass ich lange nicht pausieren muss. Obwohl das müssten jetzt, glaube ich, schon zwei, drei Folgen gewesen sein, die wir abgedreht haben. Also ohne, dass ich pausieren musste. Hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Nein, nicht die... Abbrechen, abbrechen. Ja, ich will keine Feuersbrunst zaubern. Ha. Kann hier einmal rumscrollen. Ich würde die aber gerne mal anordnen. Nein, ich wollte die nur anordnen und rüberziehen, aber Drag and Drop wurde hier wohl noch nicht erfunden. Oh, du strafst mal ganz eben in eine unsichtbare Wand rein. Und dahinter ist noch einer. Ja. Ah, schon wieder vergiftet. Also wie viel Gegengift haben wir noch? Zwei. Das wird sich gleich auf eins reduzieren. Außer wir schaffen es ganz schnell. Ja komm, ich trinke mal einen Heiltrank und laufe dann runter zum Altar in der Hoffnung, dass der auch Gift heilt. Denn die goldenen Symbole, davon haben wir ja ein paar mehr als die Gegengifttränke. Und die Gegengifttränke kann man auch im Kampf einsetzen. Die goldenen Symbole halt nur bei dem Altar. So, also
schnell ein paar Symbole verballern. Besser gesagt, ein Symbol verballern. Wenn wir überhaupt schnell genug hinkommen. Was geht ganz schön fix bei dem. Vielleicht gibt es ja auch unterschiedlich starke Gifte. Daran habe ich auch noch nicht gedacht. So, wo ist der Altar? Der Altar ist beim Eingang. Das heißt, wir springen jetzt hier rein. Sind beim Eingang hier. Gehen nach Norden und gleich links rum. Norden, links rum. Und da müsste er sein. Ja, sauber. Bitte Heilgift, bitte Heilgift. Ja, schön, schön. Hätten wir das auch geklärt. Geht weg. Blöde Flammen, geht weg. Dumm, die dumm. So, also wieder zurück zum Eingang. In den östlichen Teleporter. Und die Treppe hoch. So, jetzt geht es wieder zwei Stockwerke hoch und dann schauen wir weiter. Also was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Gefäß, um diesen Bernsteinstaub oder was auch immer das sein soll, von dem Drachen einzufangen. Und so wie ich es kommen sehe, ist der Drache nicht mehr so kinderlieb und freundlich, wie er mal war. Und wir brauchen eine Waffe, um vom Totenbaum das Holz abzuschlagen. Also eine Waffe, die nicht von Menschen gefertigt wurde. Oder von einem Sterblichen. Ich weiß nicht, wie die genaue Definition war. Das können wir wieder nachschlagen, wenn wir vor dem Baum stehen. Also hier ist eine Illusionswand und dahinter waren nur Gegner. Das ist ja auch doof. Und nochmal hoch. Wie hoch geht's hier überhaupt? Und die sehen echt alle gleich aus, die Etagen. Also gab es damals auch schon Copy-Paste. Also was das Design angeht. Ha, noch eine Geheimwand und wahrscheinlich sind Gegner dahinter wieder nur Gegner. Ah, wir schauen trotzdem nach. Nur so für den Fall, dass da eine gut aussehende Rüstung hinter ist. Was aber ziemlich abwegig wäre, denn in einem Dungeon hier Rüstung verstecken. Macht nicht wirklich viel Sinn. Ja, hier war echt. Oh, dafür ist dann noch eine zweite Geheimwand. Mit noch mehr Gegnern. Naja, so trainieren wir wenigstens die Kampffertigkeiten ein bisschen. Das ist ja auch okay. Da sind wir auch ganz kurz vom Stufenaufstieg. Und Magie haben wir schon Stufenaufstieg, ohne es zu wissen. Aber deswegen sie extra rausgehen. Nö, nö. Wir wollen jetzt hier gucken. Wir wollen jetzt hier gucken, wo das magische Schwert oder was auch immer ist. Und der Glasbehälter. Hallo? Keine Treppe hoch. Und was hat die gemacht? Ah, da unten geht's. Weiter, wenn man die Druckplatte drückt. Stein. Sack. Tödliche Sporen der Verwesung. Zaubert große pilzförmige Rauchbälle hervor, welche immer weiter anschwellen, bis sie schließlich aufplatzen und die gesamte Gegend mit gefährlichen Sporen überziehen. Manche Wesen sollen gegen diesen Zauber völlig immun sein. Ja, wahrscheinlich diese Giftpilze, gegen die wir gerade kämpfen. Aber es ist nur ein Offensivzauber, also für uns völlig uninteressant. Oh, der sieht aber aus wie dieses Goldflimmer, das wir ab und an mal gesehen haben. Dann ist das gar kein Feuer, sondern sind das Sporen gewesen. Na gut. Lebenspunkte gehen langsam aber ganz schön arg runter. Aber jetzt nochmal zum Altar zurücklaufen, habe ich nicht so wirklich Bock drauf. Ah, wir haben nur zwei Gegengifttränke. Die wollte ich auch... Oh ne, wir haben drei. Na dann, hau rein. Die zwei wollte ich jetzt aber echt aufbewahren.
Nur für den Fall, dass wir mal wieder eine Durststrecke haben. Denn wenn man die Rate von Gegnern, die vergiften und Gegengifttränken von hier mit der Unterwasserwelt vergleicht, ist das schon ein ganz schön arger Unterschied. Vielleicht kommt irgendwann noch ein Gebiet, wo das noch extremer ist. Also an jeder Ecke Vergifter wie hier, aber nur ein, zwei Gegengifttränke im ganzen Dungeon. Aha, aha, aha. Was machen wir jetzt? Gucken wir gleich an, wie viele Heiltränke und Gegengifte, Quatsch, und Mana-Tränke wir noch haben. Also Heiltränke haben wir 3 Stück. Magietränke haben wir noch ein paar auf Vorrat. Das heißt, wir können die 4 hier mal essen. Und ein Heiltrank nur für den Fall, dass unser Zauber zu lange braucht. So, wir wollen keine Flammen zaubern, wir wollen Heilung zaubern. Das könnten wir übrigens auch richtig, richtig gut gebrauchen. Einfach einen Zauber, der Gift heilt. Dafür würde ich sogar die komische Rüstung hier wegtauschen. Und wir den Muschelpanzer anziehen. Hat noch ganz knapp gereicht. Teleporter bleibt da, wenn man drauf tritt. Oh, das wollte ich nicht. Aber na gut, Stichwaffen erhöhen und Fleischmagie erhöhen. Hallo. So etwas wie dich habe ich noch nie zuvor gesehen. Das wirst du auch nicht. Du hast mich gefunden, weil ich es wollte. Wer bist du? Ich verkörpere den Geist des alten Baumes. Es ist doch dein Ziel, den Kriegsherrn zu besiegen, nicht wahr? Ich kann an nichts anderes mehr denken. Dann hilf mir. Ich verstehe nicht. Der einzigartige alte Baum stirbt. Finstere Mächte haben die Wurzeln des alten Baums krank gemacht. Gerne würde ich helfen. Aber was kann ich schon tun? Mehr als du denkst. Und es wird dir vergolten werden. Um den Kriegsherrn bekämpfen zu können, musst du in die Einöde. Richtig. Oh, wir sterben gerade. Und als Dank willst du mir einen Weg über die Narbe zeigen. Im Austausch für das Leben des alten Baums. Seine mächtigen Äste werden sich über die Narbe spannen bis in die Einöde. Selbst wenn ich könnte, wie sollte ich? Gesegnetes Verweben von Wunden ist doch ein gebräuchlicher Zauber, oder? Das ist wahr. Aber können die Wurzeln auf so leichte Art geheilt werden? Nicht durch diesen Zauber alleine. Bitte nimm dies hier als Geschenk. Halte diesen Stab in den Händen. Und dein Heilungszauber wird mächtiger als je zuvor. Ich muss jetzt gehen. Alles, was in meiner Macht steht, werde ich für den alten Baum tun. Glaube an dich und du wirst erfolgreich sein. Chaka, du schaffst es. Und wir haben doch nicht so viel Schaden bekommen. Ich habe schon die ganze Zeit mitgefiebert, wann verrecken wir jetzt? Gib uns endlich einen Stab, wir müssen weg hier und so. Aber gut, also, dadurch soll unser Heilzauber effektiver werden. Und mit etwas Glück auch Gift heilen. Aber wir haben fast keinen Mana mehr. Na gut, wir müssen so oder so runter. Genau, da geht's raus. Da ist eine Druckplatte. Was macht die Druckplatte? Ich sehe nirgendwo eine Veränderung. Na gut, springen wir mal hier rein. Wo sind wir? Ich bin verwirrt. Da geht's hoch. Nee, wir wollen nicht hoch, wir wollen runter. Sind wir jetzt in der ersten Etage? Also eine Etage über dem Erdgeschoss, oder? Sind wir gar nicht weg? Nee, wir sind in einer Etage, sonst wäre die Druckplatte noch da. Ah ja, gut. Also hat uns das vom obersten Geschoss in das erste Geschoss gebracht. Und jetzt müssen wir alle Wurzeln heilen. Aber erstmal will ich zurück zum Altar. So, jetzt wollen wir wieder eine volle Heilung.
Und schön abspeichern. LP 25, ah ne, was Neues. LP 26.